Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zum Landwirtschaftssimulator 15 in Mönchwinkel. Einer sehr, sehr schicken Modkarte, wie ich finde. Mit dabei natürlich der Ice Dragon. Hallo. Und ich bin's wieder, der Bio. Ja, wir haben uns jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Jetzt mal so in den letzten Folgen hatten wir mal drüber gesprochen, wie denn so die Preise sind von den ganzen Mähdreschern und Co. Natürlich ist auch wie beim Auto, kriegt man diese Dinger gebraucht und aber auch neu. So, jetzt haben wir einen Axial Flow gesehen für gebraucht 95.000. Baujahr, was war das? 2007? 2007, genau. Die gibt es schon seit 1992. Wahrscheinlich schon sogar ein bisschen davor, früher. Und ja, also der Preis, der hier wahrscheinlich so angegeben ist, könnte zum Teil sogar stimmen. Ja, mit 250.000 Neupreis könnte das sogar hinkommen. Mhm. Richtig, also wenn man für 100.000 schon einen relativ guten bekommt. Interessant mal zu wissen, da geht es nicht an den Kilometerzahlen, wie jetzt beim Auto, dass man jetzt so 120.000 Kilometer runter hat, sondern da geht es nach den Betriebsstunden. Naja. Da geht es halt nach den Betriebsstunden, ja. Und da gibt es dann auch wieder so eine bestimmte Spanne halt, wie wieder bei meinem Auto. Also ganz ehrlich, ich würde mir jetzt kein Auto kaufen, was jetzt über 200.000 Kilometer runter hat. Und dementsprechend wird es sowas auch dann bei den Stunden geben. Und der hatte jetzt eine Arbeitszeit gehabt von 1.300 Stunden. Der Wahnsinn, wenn man sich nochmal so auf die Zunge zergehen lässt, 1.300 Stunden. Klingt das? Sagen wir nochmal, wir haben in der ersten Staffel gerade mal 46 Stunden Biomaterial zur Verfügung gestellt. Ja, da musst du dir aber überlegen, das war nur Ernten. Weil wir haben ja alles drumherum gemacht, wir haben ja nicht nur geerntet jetzt, sondern das waren wirklich 1.300 Stunden nur mit einer Erntemaschine, also verstehen wir. Ernten halt praktisch. Ja gut, das ist halt der Hauptberuf von einem Landwirt, von einem Bauern in der Regel, ne? Ich denke so, wir machen das ja nebenbei. Richtig, wir machen es nebenbei, genau. Dann haben wir uns jetzt auch nochmal, auch wenn der Mario 2 jetzt das mal schon jetzt wahrscheinlich erneut nochmal hingeschrieben haben, wir haben es jetzt aber nochmal in dem alten Blog, also nicht im alten Blog, sondern im alten Video, habe ich es nochmal rausgefiltert, wo das war, und das kannst du jetzt mal erklären, weil ich habe es mich jetzt schon wieder vergessen, ja. Oh, kannst du mir sowas nicht vorher sagen? Dann merke ich mir sowas auch. Also ich habe es vergessen, wie das Teil vorne hieß jetzt schon wieder. Haspel, genau. Haspel. Hast du gemerkt. Ja, ja. Wie die Haspel vorne heißt. Genau, beim Schneidwerk vorne das runde Drehen, Dreh halt so. Was man ja verstellen kann mit der Maus hier im Spiel, hat im Spiel natürlich keine Relevanz, das war uns ja schon klar. Aber es ist halt dafür da, falls das die Schnitthöhe anzupassen, hat der Mario 2 geschrieben gehabt. Um das Schneidwerk an der Schnitthöhe anzupassen, ist also, ja, ist an die Höhe des zu schneidenden Erntegebiets anzupassen. Zum Beispiel gerade auch, wenn halt zum Beispiel, wie der Mario 2 ja geschrieben hat, durch Wind runtergedrückt ist und um es dann praktisch wieder hochzuholen. Genau, um das erstmal einzubinden. Aber jetzt muss ich mal dich mal jetzt mal was fragen. Irgendwas schon bei deinem Headset nicht. Hast du das Headset ich nicht um? Leise, ne? Ja. Ja, ich hab das. Wir müssen mal kurz, oder warte mal, nee, warte. So, jetzt bin ich lauter. Ah, besser. Genau. Ja, man sollte das Mikrofon noch runterdrehen. Ja, also. Gut, okay. Jetzt wissen wir auch, wozu das Schneidwerk dazu da ist, um verstellt werden das, was man jetzt hier verstellen kann in dem Spiel, das ist natürlich wieder auch wieder wie der Flug hier überhaupt keine Bedeutung hat, sondern einfach nur, wie der Espringer schon sagte, ein netter Gimmick ist. Ja gut, bei der Haspel finde ich es jetzt okay, das lässt sich im Spiel schlecht machen, glaube ich, ne? Dass das Saatgut irgendwie runtergedrückt wird. Ja, aber das könnte man zum Beispiel doch, das könnte man aber hinkriegen, dass jetzt, wenn es jetzt regnet, sage ich jetzt mal, ja, hier regnet es ja auch ab und zu mal im Spiel, dass das Getreide an manchen Stellen halt runtergedrückt wird. Und da könnte man halt. Wenn das nasses Getreide kann man nicht ernten. Ja, aber ich meine, das trocknet ja, aber stellt sich ja auch nicht gleich wieder auf, denn sobald es trocken ist. Nein, ja, und da hätte man es ja dann wieder einbauen können. Ja, hätte. Hätte. Also, es ist wirklich, also. Aber ich finde es schade, dass der Flug halt keine Funktion, also keine sinnvolle Funktion hat. Ja, das ist richtig. Ich kann zwar fliegen, aber es bringt nichts. Nee, naja. Weil es ist halt. Wahrscheinlich kannst du nur fliegen,
und dann musst du trotzdem rüber mit dem Kultivierer, aber es geht wahrscheinlich gar nicht, dass du nur pflügst und fertig ist. Oder geht das? Weiß ich gar nicht, ob ich über das Pflügen drüber sehen kann. Das haben wir letztes Mal ja nicht ausprobiert, weil letztens hatten wir ja die kombinierte Sämaschine. Ja. Und die hat ja nur automatisch mit vorgegrubbert. Von daher ist das jetzt schlecht zu sagen, ob wir da hätten vorher noch grubbern müssen oder nicht. Aber solange wieder Pflug keine wirklich sinnvolle Funktion im Spiel hat, werde ich nicht pflügen. Schade drum. Wie gesagt, Farmexperte, wenn ihr pflügen wollt, der hat's drinne, oder auch der Landwirt, da müsst ihr vorher sogar das Feld pflügen. Und dann könnt ihr es erst, wie es da heißt, kultivieren. Ja. Und dann, ja, also das sind dann praktisch eigentlich 4 Arbeitsschritte, die ihr beim Feldarbeit da machen müsst. Ihr müsst erst pflügen, ihr müsst dann erst grubbern, dann müsst ihr spritzen und oder düngen und dann müsst ihr dann halt die Saat dann. Genau, dann könnt ihr sehen, dann müsst ihr warten, bis es gewachsen ist und dann könnt ihr wieder ernten. Genau. So ist eigentlich der normale Lauf. Genau, so ist es eigentlich der Lauf, denn wie es denn Bauer heutzutage so machen muss. Ja. So. Hatten wir noch schon wieder einen netten Einstieg. Ja. Aber Mario 2, danke nochmal dafür. Ja. Auch wenn du es jetzt noch ein zweites Mal wahrscheinlich jetzt nochmal hingeschrieben hast. Wir haben uns jetzt erst nochmal schnell mal durchgeforscht. Mann, jetzt fahre ich hier immer an so einem blöden Stoppeln hier vorbei. Hier, verstehst du? Ja, ich habe vorhin mal geguckt kurz. Du musst ein bisschen gucken, dass du auch alles mitnimmst, ne? Also eigentlich nehme ich alles mit. Naja, wenn man das Feld aus der Ferne betrachtet, sieht man, dass da immer noch so Stellen sind. Was? Wenn man näher ranfährt, sieht man es nicht mehr, aber aus der Stellen. Ferne. Doch, aus der Ferne ist du immer noch so farbige Tupfer auf dem Feld haben. Was soll ich jetzt sagen? Wenn du mir richtig ABC-Rät geben willst, weißt du, wo ich hier nicht mit zu 2 Meter Arbeitsbreite habe hier. Das Geld hätte mir nicht für richtige Arbeitsgeld geben. Ah ja, ja. Jetzt musst du genauso durch wie du bei mir. Der Punkt ist, für ein neues Arbeitsgerät bräuchten wir erstmal einen neuen Trecker. Ja, ich weiß. Verstehst du? Dann kauf mir einen neuen Trecker. Du brauchst keinen. So, ja, einen Kredit können wir auch nicht mehr nehmen, weil den haben wir schon ausgeschöpft. Naja, 5.000 hat er zurückgezahlt, aber die Zinsen ein bisschen weniger sind. Naja, ja, nimmt sich nicht viel. Nee, wahrscheinlich eher nicht, nee. So, ich steig doch mal aus meinem Mähdrescher aus und gehe in meinen Trecker. In meinen total verdreckten Trecker. Und dann fahren wir mit dem Ding mal zum Hof und lernen die ganze Kacke wieder aus. Ja, wir hatten gerade mal so eine kleine Spielpause gemacht, dass wir dann auch mal ein bisschen was essen können. Soll ja hier nicht in Arbeit hier ausarten hier. Genau, eine kleine Unterbrechung. Und ich blinke jetzt sogar, wo du nicht da bist. Ja, das habe ich auch gemacht. Und da hat der Ice Dragon hier schon im Hintergrund sein Feld weiter bearbeitet. Ja. Ich habe jetzt knapp etwas, vielleicht die Hälfte oder knapp über die Hälfte schon geschafft. Immerhin Wahnsinn, oder? Super. Und dann haben wir jetzt aber schon 3 volle Hänger mit Körnermais, ne? Ja, was uns aber nichts bringt. Ich konnte aber mehr raus, wie du merkst. Ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte weg und habe jetzt schon 3 volle Hänger. Ich fahre zu schnell auf der Straße zum Hof, dürfen wir nur 30 fahren, habe ich gerade gesehen. Ah. Das hier ist nicht, das ist Privatstraße. Gehört uns. Dann fahr ich so schnell wie ich will, passiert mich nicht. Aber hier wäre es zum Beispiel auch angebracht, wenn du mal schnell von Punkt A nach Punkt B musst, hier mal so mit dem Auto oder sowas, wa? Ja. Ja, hier wäre wirklich angebracht, so ein paar Geräte dann irgendwann ein bisschen zu verteilen, wirklich, dass man da wirklich mit dem Auto irgendwann mal schnell rüberfährt. Was ich hier sehr, sehr schade finde immer noch ist, gibt es auch, glaube ich, gar nicht als Mod oder so, dass man hier immer noch nicht zusammen in einem Auto fahren kann, zum Beispiel. Nee, das gibt, glaube ich, nicht. Das geht immer noch nicht. Ich kipp da mal ein bisschen Mais in unser Silo. Ich hoffe, da ist noch genug Platz drin. Was, in dem Silo? Ja. Wie, da ist genug Platz drin? Schon mal erwähnte, die Silos haben hier eine Mengenbegrenzung. Ja gut, aber Mengenbegrenzung heißt so, ist eben mit 200.000 oder sowas, oder?
Unsere Silos, unser eigenes Silo ist, glaube ich, gar nicht so groß. Deswegen gibt es ja die LPGs. Gibt es ja nicht ohne Grund. Kann ich mir auch mal die Zustände angucken? Prozentual. Zum Beispiel, jetzt könnten wir schon einen dritten brauchen, der jetzt hier schon hinterherfährt mit. Ja. Theoretisch, ja. Mit dem Sehenden, das wäre natürlich schon richtig praktisch jetzt. So, wir haben jetzt also immerhin schon 63.000 Liter Kalamais. Der Wahnsinn. Und jetzt hat vielleicht gerade mal das halbe Feld abgeerntet. Das dauert hier schon wirklich sehr, sehr lange hier. Ich würde es ja direkt verkaufen, fahren, um einen Grubber zu kaufen. Macht aber keinen Sinn, um einen neuen Trecker. Naja, ich weiß. Macht keinen Sinn, nee. Also müsste die Seemaschine auch nicht größer. Ja, aber ich weiß nicht, sollte ich hier wirklich alles alleine machen, hier auf so einem riesen Feld? Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ich komme dazu, sobald ich fertig bin mit dem Maisfeld. Ja, wahrscheinlich bin ich dann aber hier schon wieder fertig mit dem Grubbern und bin dann schon wieder beim Aussehen. Ja, dann kann ich mir den Grubber schnappen und das Maisfeld grubbern. Wahnsinn. Das muss ja ein Ullgrubber werden. Traumaufgaben. Traumaufgaben. Für das, dass wir eigentlich hier überhaupt nichts kaufen konnten. Schön. Ich sehe keine anderen Autos da. Aber ich glaube, das hat dieses, was du da meinst, da. Das könnten bestimmt hier so eine komische Grasbüschel sein hier, die war beim Mähen, die nee, aber die habe ich immer da. Das ist egal. Ja, na, diese Flecke, die du meintest. Dass man, wenn man vom Weiten guckt, da so eine Flecken drauf sind. Ja, das ist dieses Shop Store halt, ne? Dieses gehacktes Stroh quasi. Aber eigentlich sieht es hier gut aus, dass ich hier alles auch wirklich dann mitnehme. Ja. Weißt schon, du machst das schon. Vertrau dir einfach mal. Hab's ja im Landwirtschaftssimulator. In der ersten Staffel habe ich es auch richtig gemacht. Nö. Da hatten wir eine Kombi-Seemaschine. Ja, anfangs auch nicht. Nee, anfangs nicht, aber ich habe auch noch viel gegrubbert. Das ist richtig, ja. Eigentlich mache ich hier deine Aufgaben. Aber jetzt bin ich Chef. Jetzt habe ich den großen Mähdrescher und wie das so. Den großen Mähdrescher. Ja, den großen Mähdrescher. Der ist gigantisch. Ja, Wahnsinn. Der ist so riesig, ja. Der passt gerade so auf das Feld drauf. Ja, das ist schon echt ein Witz hier. Oh Mann, wenn ich sehe, wie viel ich noch vor mir habe, selbst jetzt hier mit dem Maisfeld, kriege ich auch schon die Krise, glaubst du nicht? Was? Wenn ich sehe, wie viel ich immer noch zu machen habe, kriege ich auch die Krise hier. Du wolltest eine Vierfachrate spielen. Also ja, du hast dann 3 Meter grubber. Ich habe zwar, wie viel sind das hier, 4,5 Meter? Der Maisernte ist ja ein bisschen schmaler. Ja, trotzdem, also ich ziehe gerade mal 6 Bahnen jedes Mal weg, ne? Also 6 Reihen hole ich jedes Mal weg, das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, ja. Ja, besser als das Schneidwerk für den anderen Mähdrescher. Der kriegt nur 4 Reihen weg. Ja, wir haben irgendwo. Hätten wir vielleicht doch irgendwie anders besser anfangen sollen? Nee, wieso? Was willst du anders machen? Ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht sollten wir doch ein bisschen häufiger jetzt wahrscheinlich mit Helfer spielen. Ja, computergesteuerte Helfer. Ich weiß nicht. Ja, und was willst du denn machen währenddessen? Na, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den anderen Traktor jetzt hier hinstelle, ja? Den anderen Traktor brauche ich aber. Ja, dann muss ich das halt machen, um dann halt immer ständig hin und her fahren zu müssen. Aber hier könnte man dann schon sagen, pass auf, die KI, ja, soll jetzt ja hier das Feld schon anfangen zu sehen. Bei der Riesenkarte macht das keinen Sinn, hin und her zu fahren ständig. Ja, oder wir hätten vielleicht doch nicht alle Traktoren verkaufen sollen. So, besser? Nee, die hätten wir Geld gefehlt. Kostet denn so ein alter Traktor so wirklich? Ach Gott, so ein uralter Trecker, bringt ja auch nichts. Den Hürlimann 37.000. 37?
Ja, aber hat bloß 90 PS, was nützt denn das? Der hat für den, Nein, reicht nicht für den kleinen Gruber, der braucht 100. Und für die Seemaschine? Braucht 100. Ha. Wo kostet der nächste? Der nächste kostet schon wieder 51, so schwer der Deutsch, den wir jetzt haben. Sarah, wir haben voll schlecht angefangen eigentlich. Wir haben nicht schlecht angefangen. Doch, haben wir. Das ist ja nicht so ein Blödsinn. Aber das nimmt hier nie ein Ende. Das erinnert mich an unser Zeitungsaustrag früher. Nimmt auch kein Ende, ne. Nee, das hat auch kein Ende genommen. Was haben wir wieder Scheiße gebaut mit den Zeitungen? Hä? Haben wir wieder Scheiße gebaut mit den Zeitungen? Das war ja nicht nur alles unsere Schuld gewesen, war. Wenn der Wagen da einfach so kaputt geht, mit seinen platten Reifen. Dein Kack, oder? Drecksding. Mann, jetzt bleibt dir schon widerständig irgendwas stehen hier, ey. Naja, und wir den Wagen immer so mit Schwung, ne, so einfach vor uns hergeschmissen haben quasi. Man muss dazu sagen, wir haben Schönefeld gemacht. Wer Schönefeld kennt von euch hier, Berlin-Schönefeld hier, wo auch der große Bär also, stehen soll. Also wirklich das Dorf Schönefeld. Naja. Na, hinten die paar Plattenbauten, die da stehen und ansonsten das ganze Dorfding ist hinten. Das war... Alle Mause tragen, Dörferblick, ja, den Bohnsdorfer Dörferblick, weil du mal wieder Schönefeld zu suchen hatte, ja, ja. Der Bohnsdorfer Dörferblick. Ja. Ja, ja, gut, ihr Lieben, aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Und wieder. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen hier weiter hier beim Grubbern und hoffe, dass ihr dann morgen wieder natürlich mit einschaltet und ja, bedanken uns natürlich fürs Zugucken, sagen dann tschüss und bis morgen. Ja, tschüss.